Hallo und herzlich willkommen in Steffis Kartenhaus. Ich wünsche euch ein fantastisches neues Jahr 2022. Herzlich willkommen. Ich freue mich auf ein kreatives Jahr mit euch, mit ganz, ganz vielen Inspirationen. Und heute gibt es eine kleine, einfache Goodie-Idee, aber dafür zwei, also zwei einfache. Und zwar wollte ich gerne, wie heißt es, nicht Labello, sondern Pflegestifte verpacken, weil jetzt kommt die Zeit, wo überall noch die Heizungen an sind, man unheimlich trockene Lippen hat und ich eine Gelegenheit gesucht habe, das Celebration-Papier zu verwenden. Das ist jetzt diese hübsche Grüße. Da gibt es dieses Papier in Kombi. Das ist eine super Prämie. Die kriegt ihr noch bis Ende Februar umsonst. Bei 120 Euro Bestellwert kriegt ihr das Papier und das Stempelset. Könnt ihr euch das aussuchen, dass es euch dazugelegt wird. Und wer nicht ganz so eine große Bestellung hat, der kann sich das Papier Narzissenzeit aussuchen, mit denen ich jetzt als Variation arbeiten möchte. Genau, das Papier Narzissenzeit ist ein bisschen dunkler, hat aber total frische Akzente drin, wie Bonbonrosa und Papaya, das Waldmoos und besonders ist auch, dass es Vanille als Hintergrund hat. Also erst habe ich mir gedacht, oh, so viele Narzissen und so wilde Muster und so dunkel. Aber ich habe jetzt wirklich schon viele schöne Projekte selber gemacht und gesehen. Gerade diese Narzissenwiese gefällt mir super gut. Da diesen dunklen Hintergrund, der leuchtet direkt, wenn man ihn als Mattung hernimmt. Schau mal, welche Seiten wir noch haben. Es ist ein 30x30 Papier und auch das kann man sich schenken lassen. Ich liebe diese Seite, die erinnert mich an die Geschirrtücher. Und so lustig kariert eben mit dem, also mir gefällt es sehr gut. Die ist ganz wild, die Seite mit einem Blumenmeer. Das haben wir. Dann gibt es hier noch weiße Narzissen, die mit diesem Waldmoos und schwarzen Hintergrund mir sehr gut gefallen. Da gibt es noch so einfach nur gemalte Narzissen und hier nochmal ein neutraleres Muster. Also ich finde, das ist ein Designerpapier, mit dem man wirklich viel anfangen kann. Und wir werden jetzt damit die Lippenstiftverpackungen basteln. Als erstes nehmen wir uns hier so eine kleine Tüte vor. Da geht nicht nur der Lipbalm rein, da geht auch Nagellack rein. Da geht auch so eine eckige ein Lippenstift geht auf jeden Fall auch mit rein. Es gehen natürlich auch alle Sorten und Arten von Süßigkeiten rein. Jetzt müssen wir nur noch uns entscheiden für eine Seite. Also ich finde das hier sehr schön mit diesen Tupfen in Papaya. Oder die wilde. Wir nehmen die wilde Narzissenhilde. So. Genau, also ihr braucht dafür für dieses Tütchen als Material nur 6x6 ein Stück Designerpapier. Und dazu noch wunderschön die Schneide- und Falzmaschine. So, jetzt sortieren wir uns hier neu. Das heißt, ihr falzt, also es ist jetzt auch ein bisschen schwieriger, weil hier ist der Verlauf. Also der Boden wird bei 3 cm gefalzt als erstes. Also wo ihr findet, dass unten ist bei eurem Papier, wird der Boden gefalzt. 3 cm. Danach wird es um 90 Grad gedreht. Und wir falzen die Seite mit 3 cm. Mit 6 cm. Ziel. 9 cm. 12 cm. Und jetzt bleibt 3 cm Schneideflasche übrig. Das ist mir zu viel. Ich schneide hier einen guten Zentimeter ab. Genau. Und beim Schneiden geht es auch weiter. Das heißt, wir haben jetzt 1, 2, 3, 4 Falzlinien in die Länge, unten eine in die Breite. Ja, ein bisschen kann man sehen. Und dieses dünnere Segment ist unsere Klebelasche.
Da schneiden wir jetzt gleich mal die Ecken ab, dass da nichts übersteht. Und dieses Viereck unter der Klebelasche, das können wir komplett rausschneiden. Das habe ich jetzt ein bisschen schief geschnitten. So. Perfekt. Und jetzt versuchen wir mal das. Da haben wir schon eine Seite gerade. Am letzten das ganz gerade abzuschneiden, weil das soll der Boden sein. Und der Rest wird nur draufgeklebt zur Stabilisierung. Da kann man ein bisschen hin und her, wo sich dann die Laschen finden. Das ist ja immer dann ein Gegenüber. Da könnt ihr das hier so keilförmig abschneiden. Dann haben wir quasi dreimal Keil und einmal Quadrat. Sehr hübsch. Jetzt wird schon gefalzt. Es ist ja Designerpapier und da das Designerpapier ein bisschen dünner ist, reißt es ganz leicht und deswegen brauchen wir gar kein Falzbeil. Passt mit Nagellack auf. Ich sehe gerade, er geht manchmal ab. Also dann leicht mit Falzbeil falzen und wenn wir alle Linien beisammen haben, dann brauchen wir dringend einen Kleber und kleben erstmal hier die Seite zusammen. Also hier kommt Kleber auf die Klebelasche und es wird einfach in der Mitte gefaltet und aufeinander gelegt. Dann habt ihr schon die perfekte doppelte Seite. Hier wird es doppelt. Und es geht übereinander. 1, 2, 3 und bei 4 immer ein bisschen Kleber dazwischen stüpsen und der letzte wird oben drauf geklebt und da müsst ihr eben gucken, dass der komplett hier anliegt. So, halten das jetzt mal kurz. Was auch schön ist, wenn es ein bisschen angezogen ist, aufstellen und mit dem Lineal oder mit dem Falzbein ein bisschen nachdrücken. Perfekt. Und schon ist die Tüte eigentlich fertig. Hier wird es zusammengedrückt auf einer Seite, dann habt ihr ein vorne. Ich habe überlegt, das wäre eigentlich auch ganz schön, wenn man so einen weißen, dünnen Streifen hätte. Jetzt bräuchten wir nur noch einen weißen, dünnen Spruch, einen schön geschriebenen kleinen Spruch. Mal schauen, ob ich jetzt spontan was finde, die man einfach einklemmt mit einem Klemmerchen. Sprüche habe ich leider noch nicht so viele. Ha, jetzt habe ich was. Liebste Geburtstagswünsche. Sehr schön lang und klein geschrieben. Von Lanzing. Das ist auch ein schönes Set. Das neu im Mini-Katalog erscheint. Das ging, wer Social Media ein bisschen guckt, schon seit geraumer Zeit durch die Medien, weil wir das schon sehr viel früher bestellen konnten, nachdem wir auf einer Veranstaltung damit gebastelt haben. Also, liebste Geburtstagswünsche werden gestempelt. Ich lasse jetzt oben ein bisschen Abstand. Wer es kann, kann Wimpel rausschneiden. Ich traue mich jetzt nicht. Ich schneide es einfach schräg ab und würde das hier mit einem Klemmerchen, oh, das passt ja auch noch perfekt, in Rose Gold, oben festklemmen. Und das ist dann meine Kleinigkeit, wenn meine Freundin Geburtstag hat, ich hier einen kleinen Lippenstift mitbringe. Da dieses Schleifchen passt auch noch perfekt, ist die erste Verpackung schon fertig. Und die zweite folgt gleich. Wir brauchen erstmal für die Innenschachtel. Jetzt basteln wir diese Schachtel. Da brauchen wir für die innere Box 11 x 6 cm. Also wieder Schneidebrett, Farbkarton. Ich überlege gerade.
Habe ich leider keinen Farbkarton. Das schaut bestimmt auch nett aus, wenn man es nicht weiß macht, sondern in einer anderen Farbe. Oder wir könnten es auch in einem anderen Designpapier nehmen. Das machen wir jetzt. Und zwar, wo ist die Auswahl? Das Gelb mit dem. Ja, das gefällt mir sehr gut. Oder? Ah, oder das als Banderole und das Gelb innen. Das machen wir. Oder? Ah, das ist immer mit dem Designerpapier. Da gibt es immer 14 oder. Nein, 12, 6, 12 oder, weil es 12 Designs gibt. Dann ist das unsere Banderole und innen machen wir es in Hummelgelb, ist es, glaube ich. Also 11 mal 6 cm. Wir schneiden uns 6 cm ab und 11 cm ab. Danach wird gefalzt und bei der Designerpapier bitte immer vorsichtig falzen. Auf jeder Seite 2 cm. Gerade an den Enden, das ist ein dünneres Papier, kann es reißen, aber man muss nicht so sehr drücken. Es ist, weil es dünner ist, kriegt man da sehr schnell Falzlinien rein. So. Und die letzte Seite haben wir uns die Box innen schon vorbereitet. Jetzt kommt noch die Banderole. Das ist 7 cm, schneiden wir uns ab. Und 9,4 cm in der Länge. Schupp. Und dann wird gefalzt bei, ich mache die erste Falz wieder links und drehe es dann um, weil das einfach leichter ist zum Anlegen. Bei 2,1 wird links gefalzt, wir drehen um und machen direkt bei 4,2 weiter. Dann sind wir bei 6,3. Ihr merkt, es sind immer 1,1 cm, damit wir dann auch ein bisschen Spiel haben für unsere Box. Und 8,4 ist unsere letzte Falz. Das Kleine, was übrig bleibt, ist unsere Klebelasche. Falz- und Schneidebrett kann weg. Hier werden die Ecken abgeschnitten an der Klebelasche. Und bei der Box schneiden wir uns einfache Klebelaschen raus. Immer die lange Seite wird gerade abgeschnitten, weil das ist ja die Länge der Box. Und zum Ankleben werden jetzt die Keile rausgeschnitten, wobei ihr es nicht so sehr anschrägen müsst. Es reichen auch ein paar Millimeter. Wichtig ist nur, dass beim Zusammenkleben nichts rausschaut. So, jetzt kleben wir es zusammen. Einfach die Seitenteile alles einmal kurz durchknicken. Da reicht es auch mit dem Finger, weil das eben nur Designerpapier ist. Chip, chip, chip. So. Und los geht's. An jede Klebelasche ein bisschen Tombow. Schauen, dass man es möglichst 90 Grad zusammendrückt. Kurz andrücken. So. Andere Seite auch. Und das ist so schön, weil der Lippenpflegestift fast wie angegossen und genau da rein. Das ist echt toll. Und wer auch einen netten Swap, Entschuldigung, jetzt war es laut, einen Swap sucht, das heißt, wer gern ein Projekt bastelt und es mit anderen tauschen will, ich finde, das ist ein ganz süßes Projekt, weil es nicht so groß ist, weil man es gut stapeln kann, weil es auch schön und aufwendig ausschaut, aber man
Kann, denke ich, auch mehrere machen. So, die Banderole legen wir jetzt hier einmal rum um die Schachtel und kleben sie locker hinten zusammen, damit man eben die Schachtel auch noch verschließen kann. So, halten wir sie noch ein bisschen fest. Wichtig ist, dass ihr so viel Kleber drauf macht, dass es hält, aber nicht, dass die Box innen festklebt. So, da ist sie. Und jetzt brauchen wir noch einen Spruch in, ich vermute, Bonbonrosa. Wir bleiben bei unserem Landsegen, wo die tollen Sprüche herkommen, und probieren mal auf ein dünneres Stück. Herzlichen Dank für so vieles. Das ist doch auch wirklich, wenn jemand einem Gefallen getan hat, also diese Labellos kosten wirklich nicht die Welt. Und wenn man dann so einen schönen, so eine schöne kleine Verpackung kriegt, da freut man sich doch richtig. Also ich würde mich sehr freuen und ich finde sie zuckersüß. Mal schauen, ob ich mich trennen kann oder ob ich mich so sehr freue, dass ich alle meine behalte. Tschüpp. Naja, das Gute ist, ich habe ja jetzt schon ein paar. Sehr schön. Jetzt ist es, der aufmerksame Beobachter sieht, ich habe den Rand mitgestempelt. Das versuchen wir jetzt noch zu bereinigen. Abschneiden müssen wir sie. Jetzt versuche ich hier mal. Na, das hat ja erstaunlich gut geklappt. Damit man noch ein bisschen was vom schönen Papier sieht. Es wäre in Vanille auch ganz schön geworden, aber da habe ich jetzt mir nichts vorbereitet. Ansonsten könnt ihr natürlich als Schild, weil ich habe ja auch vorher erzählt, dass es Vanille ist, auch Vanille-Farbkarton nehmen. Schauen wir kurz. Ne, ist jetzt nichts in greifbarer Nähe, aber das merkt ihr euch einfach. Ich hoffe, das sind jetzt unsere zwei Projekte, die wir gemacht haben. Die hier gab es schon. Meine kleinen Verpackungen haben euch gefallen. Ihr seid das nächste Mal wieder dabei und begleitet mich noch weiter auf der Reise durch den Mini-Katalog. Ein bisschen haben wir noch. Und ich freue mich wie immer über ein Herz, über einen Kommentar, über eine Bestellung, Sammelbestellungen. Wenn ihr mir eure Bestellung per E-Mail schickt und ich die mit meiner Sammelbestellung, die circa alle 2 Wochen weggeht, bestelle, über 60 Euro ist dann für euch versandkostenfrei, schicke ich das dann zu euch. Genau, liebe Grüße und bis zum nächsten Video.